Guten Morgen, es ist Samstag, 10 Uhr in Deutschland und der Vlog oder Vlogmas gestern ist ja ein bisschen spät online gegangen und das wird es heute wahrscheinlich auch, weil ich habe nichts vorbereitet oder ich kann nicht in die Konserve greifen, deswegen wird das der heutige Vlog. Wie gesagt, Samstag, ich habe gestern Gas gegeben, ich habe nämlich angefangen eigentlich einen Vlog zu filmen im Laden, habe dann aber Gas gegeben, dass ich heute den Tag rausarbeite, damit wir hier zu Hause nochmal vorankommen. Sven baut gerade schon, der ist schon ganz fleißig, während ich mich hergerichtet habe, was bei alten Frauen ja ein bisschen länger dauert. Guten Morgen. Guten Morgen. Sven tüftelt gerade, wie er die Griffe an die Schubladen kriegt. Ja. Jetzt zeigen wir ja doch schon einen kleinen Blick hier rein, aber ist egal. Ich kümmere mich nachher noch um die Gardinen, aber um ihm jetzt hier nicht im Weg rumzufummeln. Nee. Entscheidest du dich jetzt doch anders? Nein, ich fange mal von vorne an. Das ist kompliziert. Ist ein bisschen komplizierter, weil wir haben überlegt, wo wir die Griffe hinbauen bei den Dahin. Schubladen. Dahin, ja. So, Im dann Laden muss haben wir man sie jetzt, nämlich oben. und dann muss man jetzt genau hier die Mitten treffen. Schablone, Griff, Zollstock, Bleistift. Männeraufgabe. Ja. Und wie gesagt, ich muss mich hier heute Nachmittag noch um die Gardinen kümmern, aber ich will meinem Mann da jetzt auch Ruhe verschaffen und nicht zwischendrum springen. Deswegen werde ich mich erstmal, genau, um dieses Paket kümmern. Da ist nämlich ein Regal drin, was dahin soll, damit ich da auf die Fläche nämlich auch mal ein bisschen Licht kriege jetzt im Winter. Und das Regal ist, jetzt muss ich nochmal hier umklappen, nämlich dieses hier. Das gibt es bei IKEA leider nicht mehr. Aber ich habe es auf Amazon gefunden. Und ich hoffe, dass es das Gleiche ist. Aber es war abgebildet und es war auch mit dem gleichen Namen versehen. Hier bin ich. Hier irgendwo. Ich glaube, meine Gesichtserkennung hat es ausgeschaltet. Da muss ich mich gleich nochmal drum kümmern. Falls ihr mich jetzt also unscharf seht, das ist ein Weichzeichner. Genau, ich werde mich jetzt erstmal um dieses Regal kümmern, das zusammenbauen, damit Sven mir das noch anbauen kann, damit wir keinen Trouble mit unseren Mietern unten kriegen. Und dann werde ich mich mal um unser Adventsgesteck kümmern. Tannenbaum ist heute auch noch auf dem Zettel, aber ich sehe gerade, der scheint noch gar nicht aufzuhaben, denn der Tannenbaumverkauf findet da drüben statt. Den holen wir heute auch noch, also wird heute weihnachtlich auch geschmückt, zumindest übers Wochenende soll dann hier alles stehen. Weihnachtlich wird das Engelsorchester hochgeholt, der Schwibbogen und dieser ganze Schnulli. Und ich weiß nicht, was es hier scharf stellt, deswegen mache ich hier erstmal aus. Jetzt hat es die Gesichtserkennung wieder drin. Bin ich wahrscheinlich beim Ausstellen auf eine Taste gekommen. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. So, deswegen fangen wir jetzt an. Jetzt passt mal wieder alles. Jetzt kann ich mich um das Regal kümmern. Yay. Fertig, keine Viertelstunde. Akku blinkt schon wieder. Scheint hier nicht aufgeladen worden zu sein. Ganz wichtig bei IKEA-Möbeln, Anleitung lesen. Dann klappt das wunderbar. Es hat keine Viertelstunde gedauert. Und dann kann Sven dann nachher, wenn er da mit seinen Griffen fertig ist, man hört ihn wahrscheinlich im Hintergrund, mir da das Regal anbauen. Da soll nämlich auch noch ein Licht mit dran. Aber ich glaube, das habe ich auch erzählt. Das Regal müsste ich mal putzen. Vielleicht mache ich das jetzt gleich, damit das dann auch schicki aussieht. Mal sehen. Und dann mache ich mich nachher mal, sobald ich hier wieder Akku habe, an unser Adventsgesteck. Gibt viel zu tun. Wird nicht langweilig bei uns.
quiet evening, snow is falling, and from every window shines a light. Somewhere in the distance, drums are calling, but no one heeds their call tonight. Nein. Nicht? Nein. Ein von den beiden da hinten. Ja, ich glaube, ich weiß auch schon welchen. Willkommen im Weihnachtsstress. Um uns herum sieht es noch total chaotisch aus, obwohl es eben schon mal noch chaotischer aussah. Aber es wird langsam. Das Engelsorchester steht. Hier oben ist normalerweise Svens Adventskalender an dieser Leiste. Den haben wir aber dieses Jahr nicht. Aber mir fiel ein, dass ich im Laden noch so eine Glühbirnenleiste habe oder so eine Lichterkette. Die habe ich da jetzt einfach rangebaut, noch ein bisschen künstliches Grün. Und dadurch ist dann mein Engelsorchester schön beleuchtet. Das ist meine Sammelleidenschaft, mein Engelsorchester. Normalerweise kriege ich jedes Jahr die aktuellen Engel dazu. Aber dieses Jahr waren wir ja auf Fahne, beziehungsweise habe ich ja die Michelle Obama gekriegt und Sven ist nicht zum Weihnachtsmarkt gekommen. Deswegen ist das dieses Jahr nicht aufgestockt worden. Ich bin noch am Überlegen, es ist eine Treppe rausgekommen, ob ich mir die noch vielleicht hole. Und ich nehme mir jedes Jahr vor, zu meinem
Märchenoper zu meinem Räuchermännel noch die entsprechende Märchenoma dazu zu holen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja noch. Das Weihnachtsfenster ist auch schon fertig. Juhu, ist noch nicht beleuchtet, das zeige ich euch nachher nochmal. Und da ist jetzt Platz geschaffen worden auf Omas Bester. Das ist ja die Nähmaschine meiner Oma. Die haben wir eingeklappt. Da, die alte Tretmaschine. Ist eingeklappt. Dann kommt eine Holzplatte da drauf. Eine Decke und dann kommt da unser Tannenbaum, unser Weihnachtsbaum drauf. Den wir auch schon gekauft haben. Der steht nämlich jetzt hier im Flur. Da steht Olaf, der ich weiß nicht wie vielte, zwischen unserem Chaos. Das ist die Kiste mit den Weihnachtsbaumkugeln. Hallo! Das ist mein Mann. 3 Kilo leichter. Der gerade von dem Raum mit dem Herz kommt. Da würde ich jetzt nicht hingehen. Nö, habe ich auch nicht vor. Quasi desinfiziert. Genau. Ich baue jetzt ein Regal an. Genau. Sven baut jetzt gleich unser Regal da an. Spüli läuft auch. Dieses Regal kommt dahin. Und danach werde ich dort eine Lampe anbringen. Die auf dem Flur steht. Die steht auf dem Flur. Ich hole sie mal. Ich habe das Regal auch sauber gemacht. Allerdings quillt es ein bisschen auf. Beziehungsweise der Lack geht ab. Es ist halt über der Kochfläche. Oh, hier ist die Lampe. Hier. Da ist die Lampe. Die ran ab. Oh. Wo ich die Hängelampen zu im Laden habe. Mhm. Die hätte ich nämlich gerne, weil es jetzt im Winter da hinten von dieser Lampe da kein Licht hinkommt. Und von außen kommt ja dann auch kein Licht. Und da hätte ich ganz gerne ein bisschen Licht. Und für meine neuen Gewürze hätte ich da ganz gerne noch ein bisschen Staufläche. Und du machst das ordentlich, ne? Ich mach das immer ordentlich. Mhm. Weißt du Bescheid, Schatz? Und ich zeig euch mal meine Gewürze. So, hier im Zimmer sind wir auch schon ein gutes Stück weiter. Das zeige ich euch aber ein andermal. Und das ist nämlich mein Just Spices Adventskalender. Und das sind die Gewürze, die da drin waren bisher. Das packe ich demnächst mal mit euch aus. Ja, da ist ein bisschen was dazu gekommen. Da freue ich mich schon drauf, das auszuprobieren. Das Bratkartoffelgewürz hatte ich euch ja schon gezeigt, das habe ich jetzt zweimal. Das Wokgewürz habe ich auch schon. Gemüsebrühe ist dabei, Pizzagewürz. Mal gucken, was wir daraus so machen. Meat Allrounder. Da ist das zweite Bratkartoffelgewürz. Ja. Gardine hängt. Mein Mann. Und da ist Laura Jane. Über Laura Jane habe ich neulich, glaube ich, mal was erzählt. Aber ich glaube nicht im Vlog, sondern auf dem Blog. Das Gehänge. Ich überlege jedes Jahr es auszusortieren, aber ich kann mich nicht davon trennen, weil mein Vater hat sie Laura Jane genannt. Das war irgendwann in den 90ern. So alt ist das Teil schon. Aber hier macht sie sich richtig gut. Laura Jane. Und Sven unterhält sich mit seiner Zweitfrau. Das wird auch gleich rausgeschnitten wahrscheinlich. Ja, muss, ne? Alexa, stopp. Die Laura Jane, genau. Ja. Und wenn Sven das Regal angebaut hat, ich kann das Elend nicht sehen, dann kümmere ich mich um Olaf, den wievielten auch immer. Und? Müssen wir mal zählen. Ich weiß gar nicht, ob wir im ersten Jahr überhaupt einen Olaf hatten. Hatten wir im ersten Jahr einen Olaf? Nee, ja, ne? Wir hatten immer einen. Dann ist es Olaf der Elfte. Olaf der Elfte. Olaf der Elfte. Ja, und das geht, wer mich schon länger kennt, nach der Tradition nur mit einem Pling-Säckchen und mein mit Mama Mia. Und das macht, wir stielen den gleich auf, dann macht Sven mir das an und geht noch einkaufen und dann kümmere ich mich um den Baum. Und dann war es das im Prinzip auch schon für heute. Boah. Mehr passiert hier heute bei uns nicht. Naja, muss noch kommen. Ihr seht da hinten meinen Mann im Spiegelbild auf der Leiter rumfummeln, auf dem Tritt. Achso, ich zeige euch noch mal eben unsere Beleuchtung. Ah, jetzt ist sie auch schon an. Das habe ich nämlich vor Jahren selber gebaut. Vielleicht interessiert euch das. Weil im ersten Jahr habe ich nämlich diese Lichterketten, die da im Fenster sind, noch an den Fensterrahmen geklebt mit Tesa. Und das Zeug geht ja nicht ab. Und dann habe ich mir was einfallen lassen und habe mir aus Sperrholz, das kann man jetzt ein bisschen schlecht sehen, aus Sperrholz so eine Leisten schneiden lassen, habe von hinten diese Lichterketten gegengetackert.
Und hier habe ich noch eine zweite Leiste gesetzt, habe die da drauf geklebt, aber in den anderen Zimmern habe ich es einfacher gemacht. Wir gehen mal durch die Wohnung. Mein Mann macht jetzt Disse. Ach, hier drüben ist auch schon an. Hier sieht man es nämlich ein bisschen besser, nur ist meine Lichterkette kaputt. Das muss ich austauschen. Da habe ich jetzt nur noch ein Stück Sperrholz. Und jeweils dann von vorn und hinten, sieht man das? Jetzt sieht man es, glaube ich. So Kanthölzer dagegen gesetzt, damit das steht. Und dann sind hier hinten, ich drehe euch mal so ein bisschen da rein, ist ein bisschen schwierig, die Lichterkette gegen getackert. Und dann wird das reingestellt. Und normalerweise soll es leuchten. Die leuchtet jetzt hier nicht, aber ihr habt es ja im Wohnzimmer gesehen, das leuchtet normalerweise. Und man kann jetzt die Fenster nicht mehr richtig aufmachen, sondern nur noch auf Kipp, aber das geht alles für die paar Wochen. Das stellt nicht scharf. Jetzt wieder. Nochmal? Nee, dreh nicht meine Haare mit ein. Ja, geh mal, mach. Ja, das war so quasi nochmal eine kleine Bastelanleitung, kleiner Tipp, wie man gut auch Lichter in dieses Fenster kriegt. Und nach Weihnachten geht das einfach so runter in den Keller, wird da hingestellt und nächstes Jahr wieder hochgeholt. Ganz einfach. Ja, so. Und jetzt warte ich drauf, dass das Regal an die Wand kommt, dass wir den Tannenbaum aufstielen können und ich endlich anfangen kann und dann durch bin damit. Und dann werde ich mir nächste Woche mal ein oder zwei Tage frei nehmen, um aufzuräumen, die Schränke drüben einzuräumen und das alles schicki zu machen. Und ja, und heute Abend werde ich das Video noch schneiden, damit ihr das heute Abend noch auf die Augen bekommt. Ne? Und morgen gibt es Kreativvideo. Also, macht's gut! Harry Bright.